Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, erstmal vorweg möchte ich mich entschuldigen. Es kam tatsächlich nicht jeden Tag ein neues Video heraus. Was allerdings daran liegt, dass ich jetzt heute schon zum dritten Tag hintereinander sehr starke Migräne habe. Und naja, es ist nicht wirklich viel besser, aber ich will es auch nicht wirklich noch lange schleifen lassen, dass keine Videos mehr kommen. Deswegen versuche ich mein Bestmöglichstes, um diese Folge noch aufzunehmen. Ja, eine neue Aufgabe könnt ihr mir auch geben. Im Hintergrund seht ihr schon Eve heranschleichen. Das wird nämlich unsere neueste Aufnahme. Wenn ich ein bisschen leise spreche zwischendurch, dann liegt das an meiner Migräne und wenn ich mich mal verhaspel, dann liegt es auf jeden Fall auch an meiner Migräne. Das nur zur Info. Du brauchst nichts mehr zu sagen. Ich bin da. Eve, zu Hause. Zu Hause? Meinst du dein Haus? Was ist denn dein Haus? Geheim. Oh, sehr mysteriös, ja. Geheim? Geheim. Also gut, mal sehen, was es mit deinem Geheim auf sich hat. Lass uns zu deinem Haus gehen. Geh zum Haus. Aufgabe Pflanze. Okay. Ich hoffe jetzt nicht, dass sie wegen irgendeiner Pflanze ihr ganzes Haus kaputt gemacht hat. Das wäre nämlich jetzt nicht so günstig. Ihr seht auch schon teilweise, wie mein Valley aussieht. Also noch totaler Kokolores überall. Ich habe nichts eingesammelt und so. Huch, das war Wolli. Also beziehungsweise Wollis zu Hause. Und da habe ich zumindest im Trailer gesehen, da werden wir bald hinkommen. Aber erst, wenn wir die Quest mit Eve gemacht haben. Ich sehe allerdings gerade, den sollten wir uns doch mal einsacken hier. Weil, wie gesagt, davon brauche ich ganz viele von den Sandpunkten, wenn ich denn endlich mal die anderen Teile zusammengesammelt habe. Okay, es geht wahrscheinlich um diese Pflanze, nehme ich mal an. Da fällt mir ein, ich glaube, wir sind noch nicht einmal bei Eve zu Hause drin gewesen, oder? Es sieht aber auf jeden Fall richtig schick hier aus. Das genaue Gegenteil quasi zu dem, wie es bei Wally aussieht. Name? Pflanze. Welche Pflanze? Oh, du meinst die in der Ecke? Pflanze. Oh, armes Ding. Weißt du, was für eine Pflanze das ist? Nein. Hast du versucht, sie zu scannen? Nein. Warte mal, heißt das, dass diese Pflanze nicht gescannt werden kann? Seltsam. Vielleicht können wir deinen Scanner ein Zubehör hinzufügen, mit dem er die Pflanzen auf der Insel der Ewigkeit scannen kann. Hä? Wir brauchen Kupfer und mechanische Teile als Grundlage. Da war ein Rechtschreibfehler. Aber wir sind ja jetzt nicht so. Und uralte Zahnräder, damit dein Scanner besser mit dem Land der Uralten kompatibel ist. Ich gehe alles holen und bastle es für dich. Bin gleich wieder da. Aufgabe. Ach, das ist der Scanner wahrscheinlich, ne? Den sie mir jetzt gegeben hat. Uralte Zahnräder mit der. Oh nein, das sind genau die, wo ich. Die, die ich so schön zusammengesammelt habe, weil ich damit ja was bauen wollte. Also diesen Sauger bauen wollte und die ich jetzt wieder nicht. Den ich wieder nicht bauen kann, weil ich die jetzt dafür benutzen muss. Ich gehe stark davon aus, dass die das sind. Och Mann, Leute. Warum müsst ihr mir immer alles wegnehmen, was ich extra gesammelt habe? Mechanische Teile, die an einer Werkbank gefertigt werden. Ja, an einer. Moment, an einer Werkbank oder an einer. Ich gucke erstmal an der normalen Werkbank. Das ist jetzt die Frage, weil mechanische Teile hört sich nämlich eher nach der anderen Werkbank an. Hier ist auf jeden Fall nichts drin. Machen wir vielleicht doch richtig. Das sind die Möbel. Mechanische Teile. Bin ich denn doof? Fragmente ist das hier. Stimmt, da gibt es auch die Startlinie zu Sugar Rush. Okay. Spezial. Ach, Moment. Wir haben doch eine Aufgabe. Die ist aber nicht hier drin. Hä, aber was meinen die denn dann? Hier war ich eben schon mal drin, ne?
Okay, jetzt stehe ich hier auf dem Schlauch. Also, mechanische Teile, das müsste doch normalerweise markiert sein als Quest. Elektrische Stromversorgung. Und normalerweise die Quest ist halt immer direkt oben. Aber mir wird jetzt hier nichts angezeigt. Ja gut, Möbel sind es ja eigentlich auch nicht. Hä? Jetzt setze ich mich extra dran, damit ihr endlich wieder ein neues Video hierzu, also auch von Eve dann bekommt. Und jetzt wird mir das an keiner Werkbank angezeigt, oder was? Ja, das sind ja jetzt, also kann ich jetzt auch nochmal durchgehen, aber Zäune und Wege ist ja mechanische Teile. Hier sind wir ja auch eben alles durchgegangen. Also ich kann es mir wirklich nur vorstellen, dass das an der anderen Werkbank gemacht wird. Aber warum? Jetzt ist es auch noch verschoben. Oh nein, das ist nicht gut. Mechanische Teile, die an einer Werkbank gemacht werden. Kann man das hier noch lesen? Gefertigt werden. Das heißt aber für mich, dass ich die selber anfertigen muss. Das heißt für mich nicht, dass ich die suchen muss. Eve kann ich scannen. Scanner aktualisieren. Lokale Materialien hier aus dem Land der Uralten. Also nehme ich an, dass wir das wahrscheinlich suchen müssen, aber das ist halt sehr. Haben wir hier irgendwas mit mechanische Teile? Man kann man nicht lesen, ne, was das ist. Hier wundert mich halt, dass es hier nicht im Rezept drin steht. Deswegen nehme ich mal stark an, dass man die tatsächlich suchen muss. Uraltes Zahnrad. Das sind die Sachen, die wir, glaube ich, suchen sollten, oder? Hier ist auch sonst nichts anderes markiert. Genau, Kupfer und uralte Zahnräder. Aber hier steht mit der Sanduhr. Sammle diese Materialien, mechanische Teile, die an einer Werkbank gefertigt werden. Ihr werdet das wahrscheinlich jetzt sofort verstanden haben, nehme ich mal an. Ich vertraue darauf, dass ihr so schlau seid und sehr viel schlauer als ich, was das jetzt betrifft. Die Frage ist jetzt nur, was soll ich jetzt machen? Ich könnte jetzt hier in den Wirbeln suchen. Ich könnte jetzt in den. Wobei in den Wirbeln habe ich ja meistens nichts anderes außer Sand. Es ist ganz, 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 ganz selten, dass da mal was anderes drin ist. Ja. Also hier oben weiß ich, da ist normalerweise immer eine Kugel und genau wenn wir sie brauchen, ist sie nicht da. Natürlich. So wie es dann ja immer der Fall ist. Jetzt weiß ich nicht, ob wir unten noch eine Kugel hatten. Wo wir dann eventuell. Oder müssen wir das so suchen? Das kann natürlich auch sein. Eves Wagen. Naja, Wagen, ne? Eves Raumschiff stand ja immer unten. Übrigens nicht wundern, das ist immer noch Questzeit. Also wenn ihr hier noch andere Quests nebenbei sieht. Das hat nichts damit zu. Oh, jetzt lauf doch mal da drumherum. Das hat nichts damit zu tun, dass man neue Quests hat, sondern einfach nur, dass das diese ja, täglichen Quests aus dem Event gerade sind. Was ich immer noch nicht so ganz verstanden habe, ehrlich gesagt. Hier ist aber auch keine Kugel. Also das heißt, dass wir hier mal so suchen werden. Ja, natürlich ist das jetzt. In der Höhle, ne? Hier ist nichts drin. Ja, es war klar. Okay. Dann gucken wir mal in der Höhle. Hi, Jack. Hab nur leider keine Zeit. Ich muss seltsame mechanische Teile finden, wo keiner weiß, wo ich die finden kann. Finde Teile mit deiner Sand. Ach so. Ja. Das ist aber nichts, was wir jetzt hier dafür brauchten. Ich hoffe, es ist hier unten. Natürlich nicht. Ach, warum auch, ne?
Warum sollte das einfach sein? So. Sollte hier irgendwo sein? Das ist natürlich auch nichts, was wir brauchen. Ja, hier in dem Gebiet gibt es schon mal keine Schätze mehr. Ja, das ist natürlich jetzt mega. Ich würde sagen, ich laufe jetzt hier nochmal so ein bisschen rum. Lass dann auch die Kamera, also die Aufnahme nebenbei laufen. Und vielleicht, ich weiß es halt nicht, vielleicht finden wir unterwegs was. Man sieht wirklich, ich habe hier unheimlich viel gemacht. Gerade auch in der Zeit, seitdem ich die Migräne so extrem habe. Das waren doch alle gerade. Wie bekomme ich denn nicht wenigstens eine Truhe? Sauerei. So, haben wir hier noch irgendwo was? Also hier in dem Gebiet gucken wir jetzt nochmal eben zusammen. Hm. Hier ist auch wieder nur Sand. Ja, also wie gesagt, ich gucke da jetzt nochmal. Ich sammle hier alles ein, was ich so finden kann. Entweder ist das jetzt wieder ein Bug, das kann natürlich auch sein. Wie mit dem, den wir ja schon hatten, wo ich dann extrem lange, ich denke mal, das ist da hinten, wo ich dann extrem lange darauf gewartet habe, endlich mal in diesen Sandwirbeln das zu finden, was man eigentlich finden soll und mittlerweile ja auch schon im Internet geguckt hatte und so. Und da stand dann drin, dass man das vorne an den Docks findet und auch genau wo. Ja, und bis heute ist da noch kein einziger Wirbel aufgetaucht. Beziehungsweise doch ein Wirbel ist mal aufgetaucht. Aber als ich den geholt hatte, habe ich es halt nicht bekommen. Muss aber auch nicht zufälligerweise hier rein, oder? Das sind doch alles die gleichen Teile, oder? Ja, hier ist auch kein Rezept und nichts. Hm. Mit dem Spezial hatte ich da eben geguckt. Ach so, das war das, genau. Habe ich auch nichts. Nee. Was ist das eigentlich? Ist das ein Haus oder nicht? Das würde mich ja echt mal interessieren, weil so als Haus würde ich es nämlich gerne dahinstellen. Ja, wie gesagt, ich guck mal, ob ich hier noch irgendwas rausfinden kann und dann schalte ich euch hinzu, wenn ich was rausfinde. Wenn ich gar nichts rausfinde, ist es natürlich doof. Aber dann werde ich euch auf jeden Fall auch Bescheid geben. Ja, ihr Lieben, ich hatte leider keinen Erfolg. Hab jetzt mal im Internet geguckt, ob ich da irgendwas zu finden kann. Und ja, ich habe da was zu gefunden. Und es ist gar nicht so kompliziert, aber irgendwie sehr verwirrend, weil die Aufgabe mir was komplett anderes sagt, als ich wohl eigentlich machen muss. Und zwar muss ich an eine normale Werkstatt gehen und das werde ich mal mit euch zusammen testen. Insgesamt jeweils 3 Bronzebarren herstellen. Oha. Ja! Aha! Was haben wir denn hier alles? Das ist ja cool. Ich lasse das mal durchlaufen, damit wir uns das mal angucken können. Das ist vor allen Dingen cool. Das ist so eine Tür, wo man durchgehen kann. Aha, alleine mit dem Bronzebarren ist es jetzt schon freigeschaltet worden. Wir brauchen, also warum ich 3 Bronzebarren machen muss, weiß ich. Ach so, weil ich ja 3 mechanische Teile machen muss, genau. Und hier steht es jetzt auch, wir müssen Bronzebarren und Messingbarren nutzen. Das heißt, hier machen wir auch nochmal 3. Ich denke, dass ich die tatsächlich beide noch nie hergestellt habe. Ja doch, den Messingbarren anscheinend schon, weil da haben wir jetzt nichts bekommen, was wir jetzt irgendwie neu herstellen können oder so. Ja, und jetzt stehen auch diese mechanischen Teile drin, beziehungsweise standen ja gerade schon drin, nachdem ich die Bronzebarren gemacht habe. Oh Junge, 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 da konnte ich mich natürlich noch dumm und dämlich sammeln. Großer brauner Marktstand. Fischfahrzeug des Uralten. Was ist das denn? Wie cool. Sieht auf jeden Fall lustig aus. So, achso, stelle das Zubehörteil für den Scanner her. Ja, das haben wir jetzt natürlich vergessen. Tisch der Zeit. Ach. Wahrscheinlich durch die mechanischen Teile. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Können wir jetzt noch einen neuen Tisch der Zeit aufstellen? Das ist natürlich cool, weil dann könnte ich auch mal einen
herstellen und den dann in die normale Welt reinstellen. Ich meine, normalerweise hat man da keine Quest, um sowas zu machen, aber vielleicht braucht man es da mal oder so, keine Ahnung. Also so besonders teuer ist es auf jeden Fall nicht. Die mechanischen Teile müsste man halt machen. Ja gut, Blumen, ne? Bei mir sind Blumen immer unterbesetzt. Aber Zink, ich meine, gut, da haben wir jetzt viel ausgegeben natürlich, aber das kann man auch farmen. Ja, das ist ja auch mal cool zu wissen. Ach, und wir müssen natürlich noch die Zahnräder benutzen, die ich eigentlich noch gebraucht habe. Aber gut. Yves war gerade noch da und ist schon wieder abgehauen. Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Ach nee, geht zum Haus von Yves. Moment. Ich muss gar nicht zu Yves gehen. Ich hoffe mal, dass sie jetzt auch ins Haus reinkommt. Oh, ich brauche immer noch eine Sprint-Taste, ne? Das ist so nervig. Und ja, ich weiß, dass man sich überessen kann, aber ganz ehrlich, oh, die habe ich mal irgendwann, ich sehe es nicht mehr, hier liegen gelassen. Das ist natürlich nicht gut. So, Yves. Gib Yves das Zubehörteil. Ja, Yves ist natürlich nicht da, war ja klar. Warum muss ich dann zum Haus gehen, wenn sie gerade woanders rumgeflogen ist? Aha, so. Hier, bitteschön, Yves. Name? Yves? Hier ist dein neues Zubehör für den Scanner. Ich bin sicher, es wird funktionieren. Wuhu! Es ist an der Zeit, dein neues Zubehör für den Scanner an dieser Pflanze zu testen. Hier steht, dass es eine Dreamlight Cobra-Lilie ist. Pflanze! Es klingt wirklich so, als wolltest du dieser Pflanze helfen. Aufgabe. Okay, lass mich mal einen genaueren Blick darauf werfen. Nur um sicher zu gehen, womit wir es zu tun haben. Auf den Scanner oder... Ich wollte gerade sagen, oder auf die Pflanze selber. Die schlafende, vertrocknete Pflanze scheint bei deiner Annäherung zu neuem Leben zu erwachen und versucht, in deine Finger zu beißen. Ja, typische Venus-Fliegenfalle, würde ich sagen. So, Yves, bist du noch da oder bist du schon abgehauen? Habe ich mich jetzt erschrocken. Normalerweise hauen die mal ab. Hui, Pflanze. Sie hat mir fast die Finger abgebissen. Ich liebe fleischfressende Pflanzen. Ja, nicht wirklich. Sie muss sehr hungrig sein. Wir brauchen eine ganze Armee davon. Das war die letzte Antwort. Oh, mein Kopf. Aufgabe. Pflanze. Wenn wir diese Dreamlight-Cobra-Lilie wieder zu ihren alten Glanz bringen wollen, muss sie richtig gefüttert werden. Oh. Aber ich bin mir nicht sicher, was sie mag. Ich würde eigentlich schon sagen, dass man sich ja sicher sein kann. Oh. Oh. Du hast eine Idee. Aufgabe. Steht das in dem Buch drin? Wow, woher hast du diese Ausgabe? Es ist ein Rezept für Insekten für Feinschmecker. Ja, das kennen wir doch schon. Das ist eine tolle Idee, danke. Ich meine, das Rezept kennen wir schon. Das habe ich mal irgendwie freigeschaltet. Aber ich lese es trotzdem, damit es halt weg ist. Kommt auch nichts mit neues Rezept oder so. Das haben wir bestimmt schon mal irgendwo freigeschaltet. Das kommt mir auf jeden Fall auch so bekannt vor. Entweder habe ich es durch Zufall mal freigeschaltet oder eben durch eine Quest, was ich eher glaube. Ach, hier habe ich was übersehen. Oder ist das jetzt neu gekommen? Wenn das jetzt der Wirbel ist, wo eigentlich der Mülleimer drin sein müsste, ne? Wenn ich den jetzt bekommen hätte, das wäre es jetzt noch gewesen, jetzt wo die Quest vorbei ist. Koche einen Teller. Moment, das haben wir jetzt hier hingestellt, wo wir auch kochen können, ne? Genau, ohne lästige Wand. So, Aufgabe. Insekten für Feinschmecker. Doch, das kommt mir irgendwie so bekannt vor. Einmal automatisch auffüllen. Ja, ja, ja. Steht auch nicht neues Rezept drin. Gib Yves das. Wo ist Yves denn schon wieder? Die kommt mir hier schon wieder... Ich dachte, die ist jetzt komplett woanders hingeflogen. Also die verwirrt mich hier ein bisschen. Ich weiß auch nicht. Yves! Huhu! Ich komme! Bitteschön! Aufgabe. Aufgabe. Pflanze. Gib das der Dreamlight-Cobra-Lilie und hoffe, dass sie es mag.
Pflanze, Pflanze. Ja, es hat funktioniert. Aufgabe. Warte mal, gibst du mir einen Spross von deiner Dreamlight-Kobra-Lilie? Juhu! Nenn mich den fleischfressenden Pflanzenbändiger. Au. Hoffentlich frisst sie mich nicht, während ich schlafe. Ich werde mich gut um sie kümmern. Aufgabe. Ja, ich habe jetzt auch eine Aufgabe, das stimmt. Was steht als nächstes für dich an? Wirst du wieder Wally helfen? Du scheinst nicht besonders begeistert davon zu sein, wieder in den Garten zu gehen. Vielleicht brauchst du eine Aufgabe, die ein bisschen besser zu dir passt. Oh. Nimm dir Zeit, um darüber nachzudenken. Es gibt keinen Grund zur Eile. Wir haben die Pflanze bekommen. Ich würde ja sagen, das ist schön, aber fleischfressende Pflanzen mag ich persönlich nicht so gerne. Wally! Eva? Wally! Eva! Ja, mit dieser hochintelligenten Konversation flüchten wir dann mal eben zu Dagobert Duck und schauen uns noch mal kurz die Sachen an. Ich würde das ja normalerweise machen, wenn ich offline bin, aber da einige geschrieben haben, dass sie da auch gerne mal mitgucken. Wie wär's mit einem kleinen Allerdings muss ich dazu sagen, also mir ist aufgefallen, dass es anscheinend Unterschiede gibt. Ich weiß nicht genau, also ich hätte es mir so vorgestellt, dass tatsächlich jeden Tag die gleichen Sachen kommen. Nicht hängen, das war jetzt gerade so komisch am Haken hier. Also die gleichen Sachen auf jedem Konto, sage ich jetzt mal, kommen. Aber ich habe alleine schon festgestellt, und wir sind hier in einem Haushalt, dass es da zwei unterschiedliche Versionen, sage ich mal, gibt. Also woran das jetzt liegt, ich habe absolut keine Ahnung. Ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwo ein Video gucken würde von anderen YouTuber, da könnte ich noch sagen, ja gut, vielleicht ist das einen Tag vorher aufgenommen und das ist jetzt für heute dann ja, extra vorproduziert. Aber teilweise sind sogar auf, ich habe da jetzt mal bewusst nachgeguckt, beziehungsweise bewusst drauf geachtet, mal ein paar Videos lang. Da sind aber teilweise Sachen bei anderen YouTubern gewesen, die auch Disney aufnehmen, die ich noch gar nicht hatte. Also die dann auch nicht ein, zwei Tage später kamen. Oh, das ist cool, das kenne ich noch nicht. Silbernes Regal mit verschiedenen Tränken. Ja, die dann halt hochgeladen worden sind, aber bei mir nicht waren. Also vorher nicht waren. Ich habe extra darauf geachtet. Aber auch nicht an dem Tag waren, wo es dann hochgeladen worden ist. Und auch nicht in den paar Tagen dann danach gekommen sind. Also bis heute teilweise noch gar nicht. Wo ich ehrlich gesagt sehr traurig drüber bin, weil teilweise haben die anderen dann Sachen bekommen, die ich gerne gehabt hätte und ich habe sie nicht bekommen. Und das finde ich halt doch sehr seltsam, weil eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass alle das Gleiche bekommen, zur gleichen Zeit. Das ist Ralf Reicht, okay. Da müssen wir auch nochmal eine Etage machen. Das Problem ist nur, es sind so wenig Etagen. Ich habe ja alle freigeschaltet. Aber trotzdem sind es zu wenig Etagen. Oh, was ist das denn? König der Löwen Blätterteppich. Okay. Trotzdem sind es aber zu wenig Etagen, als dass ich jetzt für jeden eine eigene Etage machen konnte. Ich hatte da ja mal mit angefangen. Das hier ist eine Insel, aber auf der ich zeige. Ich brauche natürlich auch ein paar Etagen für mich. Muss man jetzt auch dazu sagen. Damit ich dann halt auch meine Sachen da reinstellen kann, ne? So wie Lager und so weiter. Oh, da hinten habe ich noch was übersehen, sehe ich gerade. Komme ich denn da jetzt wieder rein, ohne hier eingequetscht zu werden? Na, na, da ist es. So. Ordnung schaffen werde ich jetzt heute definitiv nicht mehr, aber wenigstens haben wir das dann schon mal erledigt. Ja. Vielleicht habt ihr das ja auch schon mitbekommen, dass das so unterschiedlich ist. Deswegen ist es jetzt eigentlich ein bisschen blöd, wenn man das Ganze zeigt. Aber ich halte mich dran. Also wenn wir das machen können und ich das jetzt nicht schon zufälligerweise vorher gemacht habe am Tag, dann werde ich mit euch da immer mal durchlaufen. Und ich meine, da kriegt ihr ja auch so eine Idee, wenn ihr das Spiel jetzt noch nicht so lange spielt zum Beispiel, was es da so alles gibt, was man noch machen könnte und wo ihr dann vielleicht auch ein bisschen Platz freilassen könnt, um zu sagen, okay, ich will da jetzt genau das Teil haben von, ja, keine Ahnung, von Dagobert von letzten Jahr oder was weiß ich. Die Sachen wiederholen sich ja immer. Deswegen, also ich bin immer noch auf zwei Sachen am Geiern.
Beziehungsweise eine Sache habe ich, glaube ich, schon bekommen. Das war dieser Pool. Den wollte ich auch mal irgendwo hinstellen. Und es gab noch eine Sache, das sah aus, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das ein Boden war, das sah aus wie Wasser. Und damit könnte man sich theoretisch einiges so selber erstellen, aber ich krieg's halt nicht. Das heißt, ich kann es nicht ausprobieren und ich kann es euch jetzt auch schlecht erklären. Das war so, ja, so ähnlich wie der Pool, so ein bisschen rechteckig, glaube ich, war das, aber halt blau. Sah aus wie Wasser. Und ich bekomme es die ganze Zeit nicht. Also ich bin seit einem Jahr, nee, wie lange ist Disney jetzt schon drin? Ich habe das relativ zu Beginn mitbekommen, dass es das wohl geben sollte. Ich habe da mal ein Bild von gesehen auf Pinterest, aber seitdem ich das gesehen hatte, vielleicht war es auch ein halbes Jahr, keine Ahnung, auf jeden Fall seit letztem Jahr irgendwann, aber seit ich das gesehen habe, ja, finde ich es halt nicht und bin deswegen ehrlich gesagt auch ein bisschen traurig. Naja, vielleicht können wir es ja irgendwann mal herstellen oder so und das ist gar nicht bei Dagobert drin, das kann natürlich auch sein. Wie dem auch sei. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen und hoffe für diejenigen, die das vielleicht noch nicht gemacht haben mit der Eve-Quest, dass ihr euch da ein bisschen dran orientieren könnt. Auch wenn es nicht angezeigt wird, müsst ihr nicht, wie es eigentlich ja in der Quest heißt, naja, nicht ganz. In der Quest steht nur was von, ich soll die Sachen finden. Da bin ich natürlich davon ausgegangen, dass ich alles finden muss, was drin steht. Aber da stand auch drin, dass man das an der Werkstatt herstellen konnte. Das hat mich ja so ein bisschen stutzig gemacht. Und im Endeffekt konnten wir es ja in der Werkstatt herstellen, aber nur, weil wir was anderes hergestellt hatten. Also die Bronzebarren, glaube ich, waren es. Ich denke, mit den Zinkbarren hätte das... Nee, mit den Zinkbarren hat es nicht gereicht, weil die hatte ich ja schon mal hergestellt. Also entweder ist es die Kombination aus beiden, dass dann erst das neue Rezept freigeschaltet wird. Oder es ist tatsächlich, ja, es lag an den Bronzebarren, weil wir die noch nicht gemacht haben oder so. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls hat es jetzt endlich geklappt. Und wir werden, genau, die nächste Aufgabe ist noch gesperrt. Das heißt, ich werde schauen, dass ich Eve auf jeden Fall noch level. Ich hoffe, dass ich das heute noch hinbekomme. Leveln kann man ja auch mit Migräne. Da kann man dann ja auch immer mal Pause machen zwischendurch, wenn es zu schlimm wird. Und dass wir dann, ja, voraussichtlich, ich hoffe, morgen die nächste Folge mit Eve dann auch sehen. Also, dass sie dann hochgeladen wird und freigeschaltet wird. Und dass wir danach dann endlich die Merlin-Quest machen können und die neuen Quests hier in der Umgebung machen können. Damit wäre Eve dann übrigens auch komplett abgeschlossen. Also, es geht jetzt um Level 10 tatsächlich. So, jetzt aber wirklich danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.